dieser Song sorgt für Gänsehaut. Wir wollen heute den Song Nothing Else Matters von Metallica lernen. In meiner eigenen Music Bard Version. Ich werde euch unten reinschreiben, ab welcher Minute bzw. auch Sekunde was drankommt, sodass ihr immer hin und her springen könnt, falls ihr nochmal was hören wollt oder was nochmal genauer anschauen wollt. Guckt einfach unten rein. Wenn ihr schon mal da unten seid, dann klickt doch gleich mal auf den Abonnieren-Button. Es wird mehrere Videos geben und wir fangen heute an mit erstmal den kompletten Song, damit ihr wisst, was ihr überhaupt hier lernt und danach das Intro. Also fangen wir erstmal mit dem Song an. So, ich hoffe, euch hat die Nothing Else Matters Version von mir gefallen und ihr habt schön den Abonnieren-Button gedrückt.
Dann können wir jetzt auch schon starten, und zwar mit dem Intro. Wir fangen mit den einfachen Zupfmuster an. Ich hatte mir das jetzt sowieso überlegt, ich werde euch die Grundversion quasi zeigen und dann später noch ein paar Tipps geben, wie ihr das noch ein bisschen ausbauen könnt, falls euch das normale zu langweilig ist. Also, der Standard ist erstmal das Intro, das Zupfmuster, wofür ihr die linke Hand erstmal gar nicht braucht, sondern einfach nur die rechte. Und wir fangen an mit der tiefen E-Seite, zupfen dann die G-Seite, dann die H-Seite, die hohe E-Seite, dann wieder die H-Seite und die G-Seite. Also so. Das müsst ihr echt üben, bis das richtig drin sitzt. So. Dann geht es nämlich los mit der Melodie. Ich würde euch empfehlen, das anzufangen mit dem kleinen Finger, weil falls ihr das ausbauen wollt, macht es so am meisten Sinn. Ihr geht dann nämlich in den siebten Bund, zupft das einmal an, auf der hohen E-Seite und dann mit der tiefen E-Seite zusammen. Also es muss zweimal dieser Ton kommen. Dann macht ihr einen Pull-Off. Also so. Geht ihr? Ihr bleibt auf der hohen E-Seite, siebter Bund. Ich mache es dann mit dem Ringfinger im siebten Bund, dann in den achten Bund, dann wieder in den siebten, dann mit dem Zeigefinger in den fünften, mit dem Ringfinger wieder in den siebten, wieder in den fünften, dann leer. Also. Dann nehmt ihr Ringfinger und kleiner Finger im fünften Bund auf den Ringfinger auf die G-Seite und den kleinen Finger auf die H-Seite. So soll es dann klingen, beide zusammen anzupfen. Mit dem Zeigefinger geht ihr dann in den zweiten Bund auf der hohen E-Seite und slidet rüber in den dritten Bund. Und dann ein Pull-Off. Also. Oh, Moment. Dazu, wenn ihr das habt, ne, die A-Seite leer mit anzupfen. Oh, das war jetzt natürlich Mist. Dann mit dem Zeigefinger oben auf die A-Seite im zweiten Bund und dann in den dritten. Und dazu immer die beiden hier mit anzupfen. Dann den dritten Bund mit der hohen E-Seite. Und dann übersliden. So, wir gehen jetzt, also keine Sorge, wir gehen das jetzt nochmal langsam durch, aber damit ihr es einmal so gehört habt, wie es klingen soll. Also, wir spielen es nochmal durch. Es ist ein bisschen schwieriger. Also, Ringfinger, kleiner Finger, ne, fünfter Bund, die G- und die H-Seite, die leere A-Seite mit anzupfen, Zeigefinger, zweiter Bund, rübersliden in den dritten und Pull-Off, also. Dann Zeigefinger, zweiter Bund, A-Seite und dann in den dritten und dabei immer die beiden hier mit anzupfen. Könnt ihr das runterzupfen? In den dritten Bund auf der hohen E-Seite wieder ein Pull-Off. Wieder hochzupfen hier auf der H- und auf der G-Seite. Dann mit der leeren A-Seite rübersliden hier. Wieder runterzupfen. Und dann könnt ihr die Finger wegnehmen. Der Zeigefinger im fünften Bund auf die hohe E-Seite. Da müsst ihr jetzt ein bisschen frummeln. Also. Ich mach's mal langsam. Ihr macht den Zeigefinger, fünfter Bund, hohe E-Seite. Da müsst ihr dann einen Hammer-On mit dem Ringfinger, einen siebten Bund auf die hohe E-Seite, dann wieder wegziehen, also wieder ein Pull-Off, dass dann der Ton wieder kommt und dann zieht ihr den auch noch weg. Also
Und dann geht ihr auf die H-Seite mit dem Zeigefinger, auch im fünften Bund, zupft es einmal an und dann in den siebten Bund. Und dann kommt die leere E-Seite. Ich spiele es nochmal langsam. Seid, zupft ihr wieder das normale Muster, nur dass ihr dann im 12. Bund die H-Seite und die E-Seite Flageolettöne macht. Mit denen, ne? Okay. Dann geht's weiter. Man könnte sagen, es wird einfacher, aber nur, wenn ihr kein Problem mit Barré-Griffen habt. Und wer hat keine Probleme mit Barré-Griffen? Dadurch, naja, ihr versteht. Der zweite Teil wäre dann nämlich der hier. Okay, also. Ihr fangt an im siebten Bund, wir greifen da das E, die E-Seite oben, die tiefe E-Seite, bleibt frei, weil die müssen wir mit anzupfen. So, also ihr zupft E, A, also die Seiten, ne? E, A, D, G und die H und die hohe E zusammen. Dann geht ihr rüber, also normalerweise greift man so, aber tatsächlich sind meine Finger ein bisschen zu groß dafür, deswegen mache ich es immer nur mit dem einen Finger. Geht ihr rüber auf D im fünften Bund, fangt bei der A-Seite an, dann die D-Seite und dann wieder die G- und die H-Seite zusammen. Also. Und dann in den dritten dasselbe nochmal. Und jetzt beim dritten Durchlauf wird es ein bisschen anders. Ihr müsst dann A-Seite wieder normal, aber dann geht ihr hoch. Also ihr zupft dann die A-Seite und die G-Seite. Also Moment. Und dann die D-Seite. Dann geht ihr auf ein G. So. Also den Refrain dann mit dem G. Ist nicht der Refrain. Dann mit dem G, da geht ihr dann die E-Seite zupft ihr an. Und dann die D-Seite und die A-Seite. Und dann bei dem H geht ihr die A-Seite oben. Dann die G-Seite und die D-Seite. Und dann das E. Da mache ich immer einen kleinen Hammer-On. Das müsst ihr jetzt nicht machen, aber damit es ein bisschen schöner klingt. Also ich spiele euch das nochmal langsam vor. Ist das Intro. Jetzt könnt ihr das aber natürlich noch ein bisschen ausschmücken und ein paar Töne mit dazu ballern. Ihr habt es ja bei mir im Video gesehen, ich fange ja auch nicht an mit diesen normalen Zupfmustern, sondern der erste Ton ist nicht dann das E, sondern ich mache das im 12. Bund mit dem Flageolettton, also über dem Bundstäbchen. Ne? So. Da müsst ihr aber recht schnell sein, weil das hier könnt ihr halt auch greifen. Ich finde, es klingt dann halt einfach ein bisschen cleaner. So. Das wäre dann den Mittelfinger im fünften Bund auf die D-Seite, den Zeigefinger im vierten Bund auf die G-Seite und den Ringfinger im fünften Bund auf die H-Seite. Ihr könnt das also dann normal so zupfen, nur halt dann natürlich die D-Seite, die G-Seite und die H-Seite. Also so.
Ich baue jetzt halt, wie gesagt, dann den Flageoletton noch als erstes mit ein. Dann müsste er, wie gesagt, schnell sein. Ne? Dann wäre es halt sowas. Und dann mache ich auch das normal mit der E-Saite. Das kann man schon mal machen als Alternative. Das könnt ihr natürlich generell in den Song immer mal wieder einbauen, wenn ihr da, wenn es gerade passt. Und jetzt könnt ihr natürlich bei dem normalen Intro noch die leeren Saiten quasi mit einbauen. Also dieses Zupfmuster bleibt ja quasi die ganze Zeit. So, das ist ja quasi auch dann auch euer Rhythmus. So, und ihr könnt jetzt natürlich das auch so spielen. Ihr habt es wahrscheinlich jetzt so mitbekommen, es ist dann halt fummeliger. Das bedeutet, ihr müsst am besten dafür euch selber gucken, wie ihr es am besten einbaut, weil es ist halt, wie gesagt, es bleibt immer dieses Zupfmuster, nur dass ihr die Melodie dann halt mit dazwischen packt. Um es mir ein bisschen einfacher zu machen, mache ich halt zwischendurch, wie ihr vielleicht gerade gehört habt, dieses. Ich zupfe also schnell die G, A und E-Saite hintereinander an. Das soll es für heute gewesen sein. Es ist viel, ja, der Anfang ist ein bisschen schwieriger. Aber wenn ihr das erstmal drauf habt, dann wird es irgendwann echt einfach, dann ist es kein Problem. Und besonders, wie gesagt, wenn es euch jetzt gerade noch ein paar Probleme macht, macht lieber das erste, was ich erklärt habe, diesen einfachen Schritt hier, und lasst den Rest erstmal raus. Weil wenn das erstmal drin ist, dann kommt der Rest von alleine. Sage ich euch, das ist dann wirklich nicht so schwierig. Gut, im nächsten Video werden wir uns dann die Strophe und den Refrain mal angucken. Und darauf folgend dann das erste Solo und ja, dann kommt auch das zweite Solo. Ja, dann haben wir es quasi auch schon so gut wie geschafft. Also es ist ein bisschen was und es wird halt vielleicht auch noch mal ein bisschen schwieriger, aber es lohnt sich. Also, falls ihr nicht gemacht habt, abonniert den Kanal. Über einen Daumen rauf freue ich mich. Wenn es euch nicht gefallen hat, einen Daumen runter. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Macht es gut. Ciao.